von der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn sie nicht angezeigt ist, kann man sie machen. Als Patient, aber sie ist, ja aber nur leider, ist nicht medizinisch. Nur leider wird das von vielen Ärzten anders vermittelt. Aber das entscheidende Kriterium ist für mich trotzdem eines. Das medizinisch Notwendige wird von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Die Frage, das ist der entscheidende Punkt. Die Frage ist immer noch, da waren wir ja am Anfang, und das haben wir von Frau Leitten ja gehört, die Frage des Zugangs, wann kriege ich Termine, wann bekomme ich den Aufreger. Das ist das Thema, an dem Sie gemessen werden. Und ich wette mit Ihnen, wir kriegen es auch jetzt wieder zu hören, wenn ich zu Brigitte Büscher gehe, die in unser Gästebuch geguckt hat, die Twitter und Facebook gesehen hat. Die gucken natürlich mit ganz besonderer Neugierde auf den neuen Gesundheitsminister. Und da gibt es auch etwas wie so eine sehr herzliche Einladung zum zügigen Einarbeiten in das Feld, nämlich in die Rettungsstelle eines Krankenhauses hier in Berlin vom Urban-Krankenhaus. Und da könne man, sagt unsere Zuschauerin, das ganze Dilemma des Gesundheitswesens in wenigen Stunden erleben. Und so schreibt Angela Brandt bei uns im Gästebuch: Kassenpatienten, die keine Termine bekommen haben, alte Menschen, die im Seniorenheim oder zu Hause nicht mehr versorgt werden können, Menschen, die auf der Straße leben und krank geworden sind, psychiatrische Patienten, alle landen in den Rettungsstellen. Wirkliche Notfallpatienten sind die wenigsten. Außerdem gibt es überlastete Pfleger, junge und manchmal noch nicht ganz so erfahrene Ärzte. Also da kann man das ganze Gesundheitssystem einfach mal so erleben. Ja, Minister unter Beobachtung klingt nicht immer so herzlich wie diese Einladung von Frau Brandt. Unser Zuschauer Martin Bahlmann schreibt bei Facebook: Bisher quatscht der Spanier lieber über Hartz IV als über seine Baustellen in Gesundheit und Pflege. Bei der Grundeinstellung, die dieser Herr besitzt, ahne ich Böses für Gesundheit und Pflege. Und von Stimmen wie diesen haben wir noch reichlich mehr. Ich habe jetzt nur die Herr Spahn, sind Sie eigentlich, wenn Sie das jetzt sich mal anhören, was Sie heute gehört haben, nicht ausgelastet als Gesundheitsminister, weil Sie so viel Zeit haben, sich über Hartz IV Gedanken zu machen? Nö, das ist für mich die Äußerung, worum es da geht. Können Sie eine Sendung dazu machen, aber es ist eine grundsätzliche Frage für mich gewesen in der Äußerung der Einstellung, die wir zu unseren sozialen Sicherungssystemen haben. Sie haben gesagt, damit die Zuschauer es verfolgen, wir machen da keine Sendung. Dann machen Sie aber den ganzen Absatz bitte jetzt. Ich sage, Hartz IV bedeutet nicht Armut, unabhängig von der inhaltlichen Bewertung. Sagen Sie am besten den ganzen Satz, damit Sie mir nicht vorwerfen, ich hätte ihn nur halb zitiert. Jetzt haben Sie natürlich meinen Satz vor sich, ich nicht, aber der war sinngemäß. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort der Gesellschaft zur Armutsbekämpfung. Es geht auch noch weiter, das kann ich aber aus dem Kopf gerade nicht mehr, 1:1. Aber in der Grundthese, das ist das Entscheidende, und die gilt für das Gesundheitswesen genauso wie für andere Bereiche der sozialen Sicherung. Und das werde ich auch weiterhin so sagen. Darf ich es mal präzise noch mal sagen, Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut. Doch, jetzt mache ich noch mal einen Anlauf, wenn Sie gestatten, Herr Plasberg. Ist mir ein Thema wichtig bei allen sozialen Sicherungssystemen, wie wir sie haben, inklusive Gesundheit und Pflege, dass wir auf einem hohen Niveau mit Zugang für alle 82 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, ein soziales Sicherungssystem haben, wie es das in fast keinem anderen Land der Welt gibt. Und ich sage das halt immer vorneweg, weil ich finde, das kann man wertschätzen, bevor man darüber redet, wo sind die Probleme, wo wir es besser machen können. Und das gilt eben auch für die Frage der Grundsicherung, und das gilt auch für unser Gesundheitswesen. Wir leisten alle gemeinsam, wir können ja auch mal stolz drauf sein, auf die Solidargemeinschaft, die wir haben, bei Gesundheit oder bei Hartz IV, was wir da gemeinsam leisten, wohl wissend, dass es in der konkreten Situation, wie wir es auch hier besprechen, manchmal sehr schwierig ist. Im Präsidium der CDU, so gab es heute zu hören, hörte man Kritik und auch die Mahnung, sich auf die Sacharbeit zu konzentrieren. Wenn man neu ist in der Klasse, muss man da besonders gut hinhören, wenn die Klassenlehrerin sagt, mach deine Arbeit. Ich mache seit vielen Jahren meine Arbeit, übrigens auch in der Gesundheitspolitik, bei anderen Themen auch. Ich glaube am Ende, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, wovon Ihre Sendung so lebt, aber sie lebt ja im Zweifel auch von Debatte. Und ich glaube, dieses schöne Land kommt am Ende nur weiter, wenn wir ab und zu miteinander auch mal diskutieren. Und wenn beim Diskutieren auch ein paar Unterschiede deutlich werden, weil wenn man nicht diskutiert und nicht auch über Unterschiede redet, entsteht selten was Neues, Produktives. Sie sind ja auch ein Freund der Debatte, das muss man tatsächlich sagen. Und es gibt eine Petition, mehr als 150.000 Menschen haben die unterschrieben. Die Dame, die die initiiert hat, die sagt, der Spahn soll mal einen Monat von Hartz IV leben. Sie haben heute gesagt, dass Sie sich mit der Frau treffen wollen, um den Monat zu gliedern oder um was zu besprechen? Nein, ich habe am Wochenende bereits mit Frau Schleensog telefoniert. Habe ihr gesagt, dass ich das beeindruckend finde, wie es ihr gelungen ist, auch auf dieses Thema noch mal Aufmerksamkeit hinzulenken durch die Petition. Ich meine, es ist ja eine große stattliche Zahl, die das mitgezeichnet hat. Und jetzt werden wir uns treffen und miteinander
miteinander reden. Also ich finde das A und O jeder guten Diskussion ist erstmal sich hinzusetzen und miteinander zu reden, auch in einem gegenseitigen oder versuchen, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, aber vor allem sich auch gegenseitig zu unterstellen, dass auch der andere im Zweifel erstmal das Gute will. Und dann, glaube ich, werden wir, so war das Telefonat jedenfalls, ein gutes Gespräch miteinander. Punkt. Das war die Abteilung Spahn als Generalist. Jetzt sind wir wieder beim Gesundheitsminister. Wir sind vor allen Dingen bei der Diagnose, das, was unsere Zuschauer auch so erfahren, wenn sie denn mal zum Arzt gehen müssen. Und gibt es diese langen Wartezeiten und gibt es die Zweiklassenmedizin? Und ja, sie gibt es, wenn wir Claudia Wolf folgen. Und sie schreibt bei Facebook, neulich beim Orthopäden, ich habe den Mittelfußknochen gebrochen. Um die Diagnose zu sichern, wurde ein MRT angeordnet. Und ich sollte mir dann zeitnah einen Termin für die Behandlung geben lassen. Beim Arzt war ich am 1.3. Mein MRT-Termin ist am 14.5. Ich hätte jetzt ein bisschen Sorge, dass der Fuß vielleicht falsch zusammenwächst, aber sie nimmt es scheinbar mit Galgenhumor. Es gibt aber auch diese Meinung. Was sagten Sie gerade? Ich würde gar kein MRT machen bei einer Fraktur des Mittelfußes, brauchen Sie nämlich nicht. Da reicht ein Nativröntgenbild. Vielleicht zu weitere Abklärung. Der Mann ist Orthopäde und schon sind Sie bei der Zweitmeinung gelandet, heute kostenlos bei Hart aber fair. So, dann noch diese Meinung von Reinhard Beckers. Er hat getwittert und schreibt immerhin, also es geht auch ein bisschen um die Verteidigung der Privatversicherten. Immerhin zahlen die meisten Privatversicherten erheblich höhere Monatsbeiträge für ihre Krankenversicherung. Ist es da wirklich ungerechtfertigt, wenn die dann auch eine schnellere Leistung erwarten oder eine Leistung, die über dem Standard liegt? Ganz viele. Herr Lanzendorfer, was sagen Sie dazu? Da sagt jemand, ich investiere mehr Geld, dafür erwarte ich mehr Leistung. Der Arzt kriegt mehr Geld und bringt mehr Leistung. Klingt doch eigentlich nach einem fairen Deal. Also das bestreite ich erstmal, dass er wirklich mehr zahlt. Denn wir müssen ja auch sagen, dass der Arbeitgeberanteil ist ja auch Krankenkassenbeitrag. Nur der wird dem Arbeitnehmer vorenthalten und gehört eigentlich zum Arbeitslohn. Und dann möchte ich den Bereich sehen, der dann billiger ist. Wir haben auch gesetzlich Versicherte, freiwillig Versicherte, aber auch andere, die zahlen, wenn sie Höchstsatz zahlen, um die 700 Euro im Monat. Also ich glaube, mit Krankentagegeld und so. Man sollte immer genau hinschauen, was steckt wo dahinter. Es sind einfach zwei unterschiedliche Probleme. Es gibt auch noch einen anderen Punkt. Ja. Typischerweise fangen ja Privatpatienten auch relativ früh an und dann sind sie wirklich ganz günstig, sehr viel günstiger, als man in die Krankenversicherung einbezahlt. Das ist ja oftmals sozusagen eine Motivation überhaupt, in jüngeren Jahren 20, 25 eine private Krankenversicherung dann einzugehen. Da zahlt man 200, 250 Euro. Dass das dann später teurer wird, erwarten die meisten ja gar nicht. Die fallen ja dann sozusagen von einer Ohnmacht in die andere, wenn sie plötzlich jetzt im 60., 70. Lebensjahr 600, 700, 800 Euro bezahlen müssen. Das ist ja sozusagen ein Problem, was viele gar nicht bedenken an dieser Stelle. Insofern ist ja ein Aspekt, den Herr Spahn eben in der Hartz-IV-Diskussion genannt hat, ein ganz wichtiger, nämlich die Solidarität. Ich würde gerne in diesem GKV viel mehr über Solidarität auch derjenigen nachdenken, die in dem System als Vertragsärzte tätig sind, solidarisch mit den Patienten, weil die PKV hat mit Solidarität wirklich nichts im Herr Gläske, also das geht aber so nicht. Ja, trotzdem. Wir haben 8 Millionen Privatversicherte, gute 8 Millionen, die natürlich in sich eine Solidargemeinschaft sind. Das ist aber eine von diesen 8 Millionen, natürlich stimmt es. Nein, es ist keine Solidarversicherung. Ach, natürlich, Herr Lanzendorfer, ist jede Versicherung per Definition eine Solidargemeinschaft. Ich komme gleich wieder. Es ist nur eins wichtig, das will ich einfach mal sagen. Von den gut 8 Millionen Privatversicherten sind die meisten Beamte und Pensionäre. Und wir können ja den Polizisten auf der Straße mal fragen, ob der reich ist. Wir haben viele Selbstständige, die da drin sind. Das sind Taxifahrer, Kioskbesitzer, kleine Solo-Selbstständige. Und die Unterstellung, die entsolidarisieren sich alle mit ihrem Rieseneinkommen, die hat einfach mit der Realität der privaten Krankenversicherung nichts zu tun. Aber Sie wissen auch genau, was mir hier an der Stelle wirklich... Sie wissen auch genauso gut, dass die solidarische Krankenversicherung etwas ist, eine Basis innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Und Sie haben in anderen Bereichen eine risikoorientierte Versicherung. Gesundheitsökonomie erstes Semester. Also ich meine, das sind die unterschiedlichen Systeme, Herr Professor Gläske, die man sozusagen jede Versicherung, auch eine mit Risikobeiträgen, ist in sich per Definition eine... Natürlich, es gibt diejenigen, bei denen der Versicherungsfall eintritt, sind meistens die meisten, in meiner Haftpflichtversicherung auch, in meiner Hausratversicherung auch, in meiner Rechtsschutzversicherung auch. Und es gibt diejenigen, bei denen der Schaden eintritt,
die dann eben gemeinsam etwas geleistet bekommen. Ja. In sich ist jede Versicherung per Definition eine Solidarität. Darf ich die versicherungsphilosophischen Exkurse an dieser Stelle abkürzen, Herrn Sinnvoll. Gassen das Wort geben und dann zu Brigitte. Also ich finde einen Punkt ganz wichtig, den wir hier vergleichen wirklich Äpfel mit Birnen. Die gesetzliche Krankenversicherung leistet ja ungleich mehr als nur die Versicherung, zum Arzt zu gehen. Da ist die Lohnfortzahlung drin, da sind Reha-Behandlungen drin und. Beim Privatversicherten haben Sie in der Regel einen maßgeschneiderten Vertrag in der Privatwirtschaft. Und letztlich muss man es ehrlich sagen, die Zahl der Einkommensmillionäre beim Privatversicherten ist auch überschaubar. Aber letztlich macht jeder Privatversicherte, der sich einen individuellen Vertrag schneidert, zu Beginn eine Wette auf seine Gesundheit. Denn da sind Eigenbehalte drin, da sind Leistungen ausgeschlossen, Psychotherapie etc. pp. Deshalb würde ich mal die Frage in den Raum stellen, wer hier besser versichert ist, ist mal eine ganz relativ leicht zu klärende Frage. Als gesetzlich versicherter Patient haben Sie das Gesamtpaket für fast alle Risiken. Sie haben, das ist so. Und das haben Sie als Privater so nicht. Was Sie haben im Detailfall, und das, da gehen wir mit dem Brennglas drauf, wir gucken uns immer nur diese Wartezeiten. Wir reden hier über ein Komfortproblem im Regelfall. Ja. Im Regelfall über ein Komfortproblem. Das Absicherungspaket der GKV ist um Längen umfänglicher als das der privaten Krankenversicherung. Insofern können Sie das überhaupt nicht vergleichen. Herr Gassen, herzlichen Dank. An dieser Stelle möchten wir gerne Frau Leite noch mal zeigen, die am Anfang der Sendung berichtet hat. Und gucken Sie sich das in der Mediathek an, wenn Sie es verpasst haben, was eine gefühlte Benachteiligung ist und was eine tatsächliche Benachteiligung ist, wenn man als Mutter von drei Kindern keinen Kinderarzt findet, wenn man 3 Monate auf ein Ergebnis wartet bei einer Diagnose, Krebs oder eine Zyste, dann ist es mehr als Komfortbereich. Ich will Sie nicht in allen Punkten widerlegen, aber das sind Realitäten, die nebeneinander stehen. Brigitte. Ja, ich habe noch eine kleine Miniatur, die vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Fokus auf das Innere des Systems wirft. Und da hat uns Dr. Große-Hellefort geschrieben, die heutigen Dokumentationspflichten fressen so viel Zeit, dass für den Patienten weniger Behandlungszeit übrig ist. Uns fehlt das Personal, das in der Lage ist, die modernen Techniken zu bedienen. Ich frage mich immer, was geschieht mit dem ganzen Papier? Wer liest das? Wird das nur abgeheftet oder später einfach weggeworfen? Und eine letzte Diagnose noch so. Was gibt es noch für Symptome, was muss man ändern, hat uns erreicht von Kaya Heinrich. Sie schreibt bei Facebook, Wartelisten von bis zu einem Jahr für einen Facharzttermin, privat oder gesetzlich versichert, ist doch nicht normal. Es gibt einfach zu wenig Ärzte, aber einen Numerus Clausus fürs Medizinstudium und mangelnde Studienplätze. Das System krankt doch an allen Ecken. Danke für diesen Überblick, Brigitte. Wenn wir jetzt über Ärztemangel in bestimmten Regionen oder über Überversorgung in anderen reden, vor allen Dingen aber natürlich über die Regionen, wo es fehlt, dann werden wir in ein paar Jahren vielleicht sagen, Mensch, war das eine wunderbare Zeit 2018, denn da kommt noch was ganz anderes auf uns zu. Arzt aus Siegburg verschenkt seine Praxis. Richard Weizen, 67 Jahre alt. Für seine Praxis fand der Allgemeinmediziner keinen Nachfolger. Mehr als 5 Jahre suchte er vergebens, wollte seinen Kundenstamm schließlich an einen Nachfolger verschenken. Ein Hilferuf, der Wirkung zeigt. Mittlerweile gibt es mehrere Interessenten, die dem Arzt jetzt auch Geld geboten haben. Ein Beispiel, das auf ein wachsendes Problem hinweist. Immer mehr Ärzte machen sich auf die Suche nach einem Nachfolger. Denn 38% der niedergelassenen Allgemeinmediziner sind 60 Jahre oder älter. Herr Lanzendorfer, wie alt sind Sie? Vor dem ganzen Publikum? Ja. 63. 63. Suchen Sie schon einen Nachfolger? Oder? Hab ihn. In 7 Jahren. In 7 Jahren? Ja. Das heißt, Sie sponsoren Medizinstudenten, oder wie machen Sie das? De facto, ja. Wie schwer ist es, Nachfolger zu finden, wenn Sie an Ihre eigene Umgebung denken? Also im Nachbarort wird das zum Beispiel sehr schwierig sein. Bei uns ist das relativ gut. Wir haben bei uns im ganzen Einzugsbereich eine Dichte von eine Auslastung von 98%. Das geht. Nicht? Aber sonst ist es in der Tat so, dass wir Schwierigkeiten haben, insgesamt diesen Bereich zu füllen. Das ist ein Ort, der liegt 28 Kilometer, 20 Zugminuten von Bremen entfernt. Knapp außerhalb des Speckgürtels, da wird es schwierig.
Warum eigentlich wird es schwierig? Weil Herr Spahn sagt mir, Landärzte sind die neuen Verdienstkönige übrigens. Das hat Herr Spahn nie so gesagt, Herr Plasberg, aber es klingt halt gut, wenn er das gesagt haben soll. Herr Spahn, sagen Sie es mit Ihren eigenen Worten nochmal, als Sie eben darauf hingewiesen haben, dass längst nicht mehr das Klischee stimmt, dass in den Innenstädten... Ich habe gesagt, es ist tatsächlich nicht mehr so, dass Sie per se in den Innenstädten ein besseres Einkommen haben als Arzt, sondern dass Sie als Hausarzt auf dem Land, wenn es ums Finanzielle geht, mittlerweile auch ganz gut dastehen können. Das ist aber was anderes als das, was Sie daraus machen. Danke für die Präzisierung. Wir haben übrigens im Internet für Sie mal aufgelistet, statistisch, was welcher Arzt verdient und wie hoch die Unterschiede sind. Akzeptieren Sie eigentlich, dass ein Orthopäde um so vieles mehr verdient, zum Beispiel als ein praktischer Arzt, statistisch? Ist das begründbar?